Herzlich willkommen zur heutigen Episode und dem Thema Tiny House Siedlung wohnen mal anders. Wir wollen uns heute anschauen, was sind Tiny Häuser, wie wohnt es sich in Tiny Häusern und was ist zu beachten, wenn ich mir in Deutschland selbst ein Tiny House bauen möchte oder es aufstellen möchte. Für die Beantwortung meiner Fragen habe ich mir heute Dr. Manu Huchler eingeladen. Er hat ein Projekt gestartet, wo er sozusagen eine Tiny House Siedlung baut in Burg Riedenroth. Und das ist die erste Tiny House Siedlung dieser Art in Deutschland. Und das wollen wir uns heute auch mal ein bisschen angucken. Wer mehr über die Arbeit, aber auch Tiny Häuser an sich wissen möchte, kann natürlich auch in die Beschreibung gehen. Dort sind alle Informationen verlinkt und auch Vernetzungsmöglichkeiten. Die Episode ist wie immer in Kapitel unterteilt, also kann gnadenlos rumgesprungen werden. Dann danke, dass Sie Zeit haben und danke, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen, Herr Huchler. Danke für die Einladung. Immer gerne. Erzählen Sie doch uns erstmal ein bisschen über sich, also was Sie machen und vielleicht auch, wie Sie zu den Tiny Häusern gekommen sind. Ich bin eigentlich ein Kommunikationsmensch. Ich mache seit 30 Jahren entwickle ich Konzepte, Kommunikationskonzepte zum Thema Gesundheit, Kultur, Wohnen und so weiter. Habe eine Agentur gegründet, die arbeitet seit 30 Jahren konzeptionell. In dem Zuge haben wir uns immer auch mit Entwicklung von Wohnen oder ich mich sehr lange mit wie wohnt man, wie können Städte sich entwickeln und so weiter, dieses Thema. Nur war es letztendlich eigentlich immer ein theoretisches. Wenn man für öffentliche Ministerien arbeitet, dann ist man immer so, dass man letztendlich, man entwickelt Konzepte, aber vieles davon darf man nie umsetzen, letztendlich. Man macht Kampagnen, man begleitet das, man entwickelt Ideen. So, und wie gesagt, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, wie Wohnen und Leben eigentlich anders sein kann. Das Thema Nachhaltigkeit, all solche Dinge. Gut, und in den 90er Jahren gab es das Thema Tiny Houses so nicht, aber es gab immer alternative Wohnformen. In irgendeiner Form, seit Menschen sich mit Wohnen beschäftigen, geht es auch um alternatives Wohnen oder anderes Wohnen letztendlich. So, und war 10 Jahren fing das dann an, dass es ja in Deutschland etwas populärer wurde. Die ersten Dinge, es ploppte auf, die ersten Themen griffen auf, es kamen Berichte, boah, die Medien nahmen Tiny Häuser auf. Es gibt auf den Social, es gibt überall, hatte man eine Zeit lang das Gefühl, dass das in allen Medien wurde das als eine Form beschreibend letztendlich gemacht. Aber nirgendwo gab es das so. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, so dass ich mich weiterhin konzeptionell, was müsste das sein? Wäre das jetzt ein Ansatz? Und dann hatte ich ganz banal zwei ganz, ganz einfache private Anliegen darüber, dass ich hier, dass ich ein Gartengrundstück in Italien, in Ligurien habe, wo ich dachte, da würde ein kleines Häuschen gut hinpassen, weil das gar nicht so einfach ist. Und ich lebte zu dem Zeitpunkt mit meiner Frau zusammen in einer sehr, sehr großen Dachgeschosswohnung in einem alten Bauernhaus. Da fehlte aber ein Zimmer. Und da habe ich auch gedacht, ein Tiny House wäre total super. Dann habe ich mich aus privaten Gründen ein bisschen damit beschäftigt. Und den inhaltlichen, so, dann ist familiär mein Cousin, der Wolfgang Huchler, mit dem ich mich dann auseinandersetzte. Und der baut eigentlich schon sehr längere Zeit Rundwagen, Bauwagen. Eigentlich immer gemacht. Er ist mehr so der Praktiker, der da gebaut hat. Ich habe vor 5, 6, 7 Jahren fingen wir an, uns wieder zu treffen oder so familiär zu treffen. Und das fand ich sehr spannend, endlich mal nicht theoretisch zu arbeiten und nur Konzepte zu entwickeln. Gut, die private Interesse war so, dass ich dachte, naja, kann man machen, muss man. Es gibt sehr viele Leute, die sehr lange darüber nachdenken, ob das Leben in einem tiny kleinen Häuschen, so entweder im Urlaub oder so zum Leben oder temporär, ob das so was wäre. Und das hatte ich auch. Nur letztendlich, wenn ich konzeptionell arbeite, muss ich mir schon überlegen, wie ich es auch umsetze. Und so ergab sich eigentlich die Möglichkeit, dass ein großes Problem ist, man sprach sehr viel über Tinys, aber es gab keinen Ort, wo man Tiny aufstellen darf. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Österreich, der Schweiz, Plätze für Tiny-Häuser zu bekommen. Und das ist immer beim ganz großen Problem. Man kann eins bauen. Bauen ist nicht das Problem eines Tiny-Hauses. Wobei, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Ist ein Tiny-House oder ist es so, was ist ein Tiny-House letztendlich? Also, man kann ein kleines Haus bauen. Man kann es auch mit Holz bauen. Man kann es auf Rädern bauen. Das gibt es und gab es. Aber man darf es nirgendwo hinstellen, wenn man nicht eine Genehmigung hat oder eine Standgenehmigung. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Wie gesagt,
mit meiner Firma die Kommunikation irgendwie macht und wir machen Planungen, Entwicklung, konzeptionelle Arbeiten. Dann das Treffen mit meinem Cousin, der eigentlich baute, konkreter baute, dachte ich, na, das ist eine gute Möglichkeit. Und er sagte mir eigentlich immer, oh, ich könnte so viele Häuser bauen, wenn die Menschen die irgendwo hinstellen würden, sage ich, ja, niemand kann irgendwo ein Tiny House hinstellen. Und dann dachten wir, ja, dann musste man sowas mal machen. Das war vor 5, 6 Jahren ungefähr. Und dann fingen wir an, rumzusuchen. So kam ich dazu letztendlich. Und dann hat sich's entwickelt und ja, wir sind jetzt nach fast 4 Jahren Genehmigungsverfahren tatsächlich das Einzige, was in dieser Form gar nicht als Tiny House Park, weil Tiny, es gibt je nach Land, Bundesland gibt es die Möglichkeit auf Campingplätzen. Es gibt ja auch ein paar, wo ich temporär war. Deswegen haben wir uns überlegt, was muss eigentlich passieren und haben dann überlegt, ein Grundstück halt zu suchen, verschiedene Projekte angedacht. Wie könnte man das, mich hat ja mehr interessiert, wie könnte man nachhaltig wohnen? Das Tiny House war eine erste Idee, wo ich dachte, vielleicht ist das etwas, um nachhaltiges Wohnen umzusetzen oder das Wohnen oder zukünftiges Wohnen. So, und dann haben wir eben angefangen, mit Grundstücken zu suchen, was gar nicht so einfach war. Ja, das glaube ich. Erstens mal, entweder sind sie zu teuer, sie sind zu groß, sie sind nicht passend, sie haben kein Recht, Baurecht. Das war gar nicht so einfach. Wir hatten sehr unterschiedliche Ideen. So, und irgendwann mal gab es tatsächlich in der Nähe, also in Süddeutschland, wo wir praktisch jetzt in Burgrieden-Roth, wo das entstanden ist, ist uns tatsächlich eine Wiese angeboten worden von einem Immobilienmakler. Und das passte eigentlich so ganz gut. Dachten wir, ja, na, wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Allerdings war es Wiese und es war Außengebiet. Das war sehr, sehr schwierig. Aber Das wollte ich gerade fragen, genau. da ich aus dem konzeptionellen, planerischen Bereich komme, habe ich mir gedacht, na ja, wir können ja vielleicht versuchen, Baurecht zu schaffen. So, da ist dann jetzt mehr der Mensch in mir, sagen wir mal, der sagt, na ja, ich in der Agentur beziehungsweise in der Dr. Huckler und Partner, ich beschäftige mich mit solchen Dingen, ja. Wenn ich das für andere Leute tue, warum kann ich selber nicht tun? Und dann habe ich angefangen, sehr junge Kolleginnen und Kollegen zu suchen, zu finden, einen Stadtplaner, weil was ich gemerkt habe, es geht weder Architekten noch Stadtplanungsbüros waren in der Lage und auch bereit dazu, irgendwie sich mit einem so einem Quartier, so einem Quartier auseinanderzusetzen, weil sie teilweise sagten, naja, ich weiß gar nicht, was für eine Form das haben sollte und was für ein Recht, was ist es denn? Ist das ein Bauplatz? Ist das ein Sondergebiet? Und so weiter. Und ja, da ist es dann einfacher, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen querdenken kann, wie ich, oder konzeptionell übergeordnet sagen. Ich lasse mich jetzt erstmal nicht von irgendwelchen gesetzlichen Baugesetzen abhalten, sondern ich versuche ja etwas umzusetzen. Und wenn ich mich immer im Rahmen der bestehenden, also Richtlinien halte, dann gibt es keine Veränderung, weil sonst passiert ja nichts. So, das war so der Anfang letztendlich des Ganzen, dass wir halt gesagt haben, wir probieren das, haben dann tatsächlich eine eigene Immobilienfirma dafür gegründet, also eine Ah, GbR, spannend. Tiny Huchler GbR. So, das heißt, wir haben unsere beiden Frauen mit dazu, haben das Grundstück gekauft und gesagt, naja, im schlimmsten Fall haben wir jetzt eine Wiese. Irgendwo in Süddeutschland dachte ich, naja, es ist nicht so schlimm. Es gibt schlimmere Projekte, wo man investieren kann. Man hat ja zumindest Grund und naja, dann man könnte den Grund ja auch wieder verkaufen letztendlich. So, das war, wir haben dann praktisch ja so eine uns überlegt, eine GbR zu gründen, zu viert und sagen, wir kaufen das Grundstück. Und dann war aber ganz klar, wir machen das. Wir haben, oder von unserer Seite aus, von meiner Frau und mir war der Punkt, sie sagen, wir wollen das 3 Jahre ausprobieren. Wenn es in 3 Jahren nicht funktioniert, dann lösen wir diese GbR einfach wieder auf, verkaufen das Grundstück oder wie auch immer und lassen es einfach letztendlich. So, das waren so die Anfänge. Dann haben wir das Grundstück gekauft und dann fingen wir mit den Planungen an. Ja. Aber das ist auch schön zu sehen, also dass man sich auch ein Ziel setzt und sagt, also nicht ein irrationales Ziel und sagt, ach, in einem Jahr muss das alles sein, sondern sagen, wir machen das jetzt, wir gucken, ob das läuft, wir gucken, ob wir das in 3 Jahren hinkriegen. Und ansonsten haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeit zu sagen, schieben wir wieder ab, muss nicht sein. Und im schlimmsten Fall, das fand ich schön gesagt, haben wir halt eine Wiese, ne? Also das ist halt eben schon sehr, also auch eine gute Herangehensweise, wie ich finde, um solche Sachen überhaupt erstmal umzusetzen. Und wie Sie schon sehr schön gesagt haben, nicht immer nur in der Theorie oder in der Planung zu bleiben, wo die meisten ja immer stecken bleiben. Und
Vielleicht können wir da auch gleich mit einsteigen. Also es war noch kein Bauland. Was sind denn so Dinge, die dann beachtet werden muss, wenn man es in Bauland umwidmen möchte, damit überhaupt Ihre Siedlung entstehen konnte oder Ihr Quartier, wie Sie es nennen? Ja, es ist tatsächlich gut. In unserem Fall war es so, dass wir es gewohnt waren, professionelle Hilfe ja von uns selber, aber auch in Anspruch zu nehmen. Ja. Es ist nicht nur, wenn man das mit professioneller Hilfe, du brauchst einen Stadtplaner, Büros, man kann das nicht einfach. Es gibt so viele Projekte, die daran genau scheitern, weil es ist sehr komplex, in Deutschland Wiese zu Sonderformen zu machen. Also es ist Bauland, es ist kein Bauland, es ist außen, es gibt einen Flächennutzungsplan, da muss es drinstehen. Man muss alle Regeln von eigentlich beherrschen oder kennen. Wir haben auch am Anfang, weil so ganz habe ich es mir nicht zugetraut, habe gedacht, naja, wir machen IT-Projekte, wir machen Kommunikation, wir machen Visualisierung, aber ich habe kein Planungsrecht. Auch wenn ich jetzt einen jungen Stadtplaner war, der war gerade fertig und hat gesagt, ah, das finde ich toll, machen wir mal was, das finde ich toll. Und dann ich ihn angestellt, eine ganz junge BWLerin, die auch irgendwie, also alle jungen Menschen finden es ja toll irgendwie. Aber die haben ja keinerlei Berufserfahrung. Ich habe sehr viel Berufserfahrung mit meiner Agentur, aber wir haben keine, niemand hat Erfahrung, der könnte uns ja niemand sagen, wie wir Bauler, also wie wir einen Tiny House Park machen könnten. Weil es gab es ja nicht. Der schönste Spruch war das erste, bis ich überhaupt mal ein Stadtplanungsbüro gefunden habe. Wissen Sie, was das einzige Punkt war? Das gibt es in der Honorarordnung gar nicht. Ich weiß gar nicht, wir wissen nicht, wie wir abrechnen sollen. Was ist das denn jetzt? Sag ich, das weiß ich nicht. So, ich weiß nicht, was es ist. Das wollte ich ja von Ihnen hören. Und wir haben tatsächlich die erste Runde mit einem Planungsbüro gemacht und musste dann irgendwie merken, dass die ersten Pläne schlicht und ergreifend nicht funktionierten, weil dieses Planungsbüro, Stadtplanungsbüro nicht dem entsprach und dem entsprach, wie man das hätte umsetzen können, weil wir wären auf diesem Weg nicht weitergekommen. Also fingen wir weiter an, zu sagen, was braucht man? Also was braucht man jetzt? Wie kommen wir weiter und so weiter? Sodass wir halt tatsächlich unser eigenes Planungsrecht, halt, also nicht Planungsrecht, wir haben selber angefangen, die Planungen zu machen, weil interessanterweise, ich bin ja kein Architekt und kein Stadtplaner, sondern ich bin promovierter Kommunikationsmensch, habe sehr viel Ahnung von Dingen wie Event, von Messe und Aufbauten und Planung, Organisation und Wohnen und all so Zeug. Aber und damit mit auch große Teams zu führen. Aber ich bin natürlich kein Statiker, ich bin kein Ingenieur. Ich verstehe sehr viele Dinge, auch so in den Planungsschritten, ne? Aber letztendlich ist in Deutschland ja das schon so, man muss ein Ingenieur sein, um Statiker zu sein. Man muss, es gibt ja ganz klare Aufteilungen von Berufsgruppen. Und das, dem entsprach ich ja nun nicht. Aber was ich konnte, ist letztendlich einzelne Leute zusammenzuführen, nicht im Sinne von Netzwerken, sondern wir haben tatsächlich eine Firma gegründet. Ich habe meine, wir haben alles das, wenn es das nicht gab, dann haben wir es gegründet. Das ist natürlich, ich bin seit 30 Jahren selber, ich bin Geschäftsführer, mache eine Agentur. Natürlich fällt es mir leichter, auch dazu sagen, na, lass uns eine Firma machen. Wir gründen jetzt eine Immobilienfirma. Ich hätte ja sogar eine Bank gegründet, wenn ich hätte gemusst, so, wenn das so, weil ich dachte, der anderen Wege, ich las sehr viel darüber, aber da in den Verein zu gründen, was die Menschen alle angefangen, eine Genossenschaft zusammen, das hat ja ganz vieles leider nicht in Frustration der Menschen irgendwie geführt. Und der andere Weg, den wir jetzt lange gemacht haben, ich meine, ich kann das ganz pragmatisch sehen. Klar, wenn wir nach 3 Jahren aufgehört hätten, hätten wir einfach 3 Jahre lang in ein Projekt investiert. Wenn ich ein Unternehmen habe, naja, kann ich es zumindest steuerlich geltend machen, weil ich Minus mache. Eine Privatperson kann das nicht. Das ist sein Privatvermögen. Wir hätten halt nach 3 Jahren gesagt, naja, gut, okay, jetzt haben wir 3 Jahre lang bestimmtes Geld investiert. Naja, aber wenn ich es jetzt so ganz glatt sage, aber es ist halt unternehmerisches Risiko. Es hat halt nicht funktioniert. Ich habe investiert. Das kann ich jetzt mit hoffentlich, also mu muss ich halt dann mein Minus an der anderen Stelle mit meinem Einkommen, und Wolfgang hat ja auch eine eigene, der macht Hochbeete, hat eine eigene Firma, ich habe 2 andere Firmen, sodass das jetzt nicht so, das wäre jetzt kein, wie soll ich das sagen, das wäre jetzt nicht tragisch gewesen, letztendlich, wenn es nicht so gekommen wäre. Und natürlich die Form zu sagen, naja, wir suchen Lösungen. Ich meine, als Agentur und als Planungsbüro bin ich immer aufgefordert, für andere Leute Lösungen zu suchen. Deswegen, wenn die Lösungen so und so sind und ich hatte endlich mal die Möglichkeit, das selber in die Hand zu nehmen.
Weil wenn ich für Ministerien arbeite, dann kann ich nicht einfach sagen, dann lassen Sie uns mal eine Firma gründen. Ja, Das geht genau. nicht. Oder mein Vorschlag oder so. Also das ging nicht. So kam das. Und dann fingen wir an, eben zu planen. Dann haben wir das Planungsbüro nach der ersten Sitzung wieder entlassen, hab mein, und der ersten Rechnung, wo ich gedacht habe, wenn das so weitergeht, dann bin ich schon arm, bevor wir losgehen. Weil klar, die erste Planung kostet nicht. Ich hatte das Gefühl, nach jeder Besprechung habe ich eine Rechnung gekriegt, so ungefähr. Und das hätte also nie, wäre nicht zielführend gewesen. Klar, jemanden anzustellen als Plan, als Stadtplaner ist auch, kostet auch Geld, aber es ist zumindest habe ich den, die Personalwolke und sagen, wir machen das jetzt weiter. Und da Genau. ist der Punkt, wie gesagt, als Stadtplaner, also einen Flächennutzungsplan an einem Bauantrag, einen Bebauungsplan zu machen, muss man kein Architekt für sein, sondern Stadtplaner. Das reicht aus, diese Ausbildung zu haben. Und da habe ich mit dem Janis, wie sehr jung, der auch seit 4 Jahren bei uns da ist, jetzt auch die Kleine, der in der Agentur zwar arbeitet mit mir, der die Visualisierungen macht, aber der vom Beruf her Stadtplaner ist. Das war ganz hilfreich. So dass wir angefangen haben mit der Gemeinde, die, erstmal die Gemeinde davon zu überzeugen, wie das ist. So ging es dann weiter. Ja. Und wie hat die Gemeinde reagiert? Also war das eine schwere Überzeugungsarbeit oder waren die sehr begeistert davon, dass etwas Neues gemacht wird und dass sozusagen eine neue Siedlung, so kann man sich das ja vorstellen, an ihre bestehende angegliedert wird? Nein, das war totale Ablehnung. Oh, okay, spannend. Nein, es gibt auch keine, es hat bisher noch niemand irgendwie die Idee, ein Tiny House Quartier. Doch, es gab mal ganz in der Nähe, da ist tatsächlich nachher in der Nähe von Stuttgart mal ein Bürgermeister, der uns dann irgendwie mal anrief, ob er hätte da so eine Idee. Nein, nein, das war totale Ablehnung. Die haben uns überhaupt nicht, also es war null Unterstützung auch am Anfang. Das hat auch sehr lange gedauert, weil man sah die Notwendigkeit, was, man sah die Notwendigkeit nicht. Man hatte eigentlich auch sogar eher Schiss dafür, davor, da passiert irgendwie was. Dann ist unsere Wiese nicht an dem Flächengebiet gewesen, wo die Stadt oder dass die Gemeinde das Baurecht, also Bauland ausweisen wollte, sondern in anderen Ecken. Nee, es gab da ziemlich harte Stories zum Beispiel, weil ich ihnen dann gesagt habe, dass ganz spannende Leute, auch sehr unterschiedliche Leute da hinkommen und dass er, naja, das könnten sie, das hat uns auch der Bürgermeister, der hat eben der ersten Abstimmung auch sich enthalten. Das hat mich super geärgert, weil ich sage, wieso enthalten Sie sich? Naja, sind Sie nicht dafür? Sage ich, nee, er wird uns keine Steine in den Weg legen. Sage ich, nee, Sie sollen welche aus dem Weg räumen und sie nicht in den Weg leiten. So, das war die erste Zeit, war das nicht so ganz lustig, weil man sah eigentlich auch die Notwendigkeit nicht. Im Ortsteil haben die ersten, als so es im Gemeinderat war, ihre Häuser schätzen lassen, dass wenn und zugleich mit Klagen gedroht, falls das dann, weil dieses komische Ding da etwas da irgendwie entsteht, wo keiner so richtig wusste. Wir haben es ja auch lange nicht begriffen. Wir haben ja zwischenzeitlich dann auch angefangen, das gar nicht mehr Tiny House Quartier zu nennen, weil es hat einen inhaltlichen Grund. Diese Begrifflichkeit Tiny ist nicht zielführend für die ganze Organisation. Weil was ist Tiny? Was ist Tiny? Tiny heißt, es ist aus dem englischen aus dem englischen Sprachraum, heißt eigentlich niedlich, klein, winzig. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich finde, was man in Deutschland irgendwie braucht. Nur ist halt ein sehr, es ist ein griffiges Wort, Tiny House, hört sich lustig. Aber was ist ein kleiner? Wer will denn ein kleines Haus? Wer will ein kleiner Mensch sein? Wer will ein kleines Auto haben irgendwie? Es geht um die Begrifflichkeit. Es geht um nachhaltiges Wohnen. Und wir fingen halt an, klar, am Anfang dachte ich mir, naja, Tiny Häuser sind Tiny Häuser, das kennt jeder, dann brauche ich nichts erklären. Aber es war sehr kontraproduktiv, weil man gedacht hatte, es wären eigentlich nur alternative Freaks, die nichts auf der Tasche haben. Was überhaupt nicht stimmt, weil Tiny, diese Entwicklung der Tiny House Bewegung oder überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, wie möchte ich zukünftig leben, möchte ich mich verkleinern, das hat was mit minimalistisch, mit Fußabdruck zu tun, das hat nichts damit zu tun, unbedingt, ich will einfach nur in einen Bauwagen ziehen. Das wusste ich einfach. Aber das Das ist ja auch war wirklich spannend. Das ist also, ich habe da so noch nicht drüber nachgedacht. Deswegen finde ich das gut, dass man da auf Vorurteile stößt, einfach wegen dem Wort, aber auch wegen der Einstellung. Ja, das ist ja alles klein und so wollen wir ja in Deutschland gar nicht bauen, dass alles ganz klein genau. ist, sondern wenn, dann werden wir ja größer dadurch, dass wir uns endlich ein Haus leisten können und ein Haus bauen, ne? Das ist genau der springende Punkt. Deswegen ist diese Begrifflichkeit Tiny nicht zielführend. Wie gesagt, es gibt gute Gründe, in einem kleinen Haus zu wohnen, unterschiedlichster Couleur. Aber die Begrifflichkeit Tiny House ist bei sehr vielen immer noch mit, na, nicht positiv. Also man stößt
ganz viel auch in Ämtern und an der Verwaltung auf, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es passt natürlich auch, ein Tiny House passt im Moment nicht in das deutsche Baurecht. Baurecht. Weil das Baurecht so aufgesetzt, ein Haus, in Deutschland ist ein Haus unter 50 Quadratmeter kein Haus. Ah, Das spannend. ist kein Haus. Man hat einen Vorteil, es gelten manche Bauregeln nicht dafür, wenn es unter 50 Quadratmeter ist. Und, Okay. aber wenn es unter 50 Quadratmeter ist, das hat, früher gab es solche Häuser. Gab, nach dem Krieg gab es ja sehr kleine Häuser, unterschiedlichster Couleur. Aber irgendwann mal hat man gesagt, es ist 50 Quadratmeter und damit dürfte alles vereinfacht sein. Aber wenn man nicht davon ausgegangen ist, dass jemand überhaupt ein 50 Quadratmeter Haus haben möchte. Das ist ja eine neue Entwicklung, dass man sagt, die auch jetzt auch mit, erst mit neuem Baurecht, mit neuen Möglichkeiten einhergeht, dass es interessant ist, auf kleinem Raum zu wohnen, weil man eigentlich, es geht nicht um Tiny House wohnen, sondern es geht um minimalistisch. Ich brauche nur so viel Raum, wie ich wirklich brauche und nicht mehr. So, wenn ich da mal, egal wann ich, wenn ich ein Haus plane, muss ich mir, was weiß ich, was überlegen, will ich ein, werde ich ein Paar, will ich Kinder haben, will ich einen Hund haben, will ich was weiß ich was, um das Haus dann so und so aufzubauen. Und ich meine, jetzt zwischenzeitlich hat sich das Thema vielleicht Corona später noch drauf sowieso erledigt, weil es kann sich keiner mehr ein Einfamilienhaus so einfach leisten. Die Zeiten sind massiv, es hat sich innerhalb von 2 Jahren so massiv geändert, dass das kaum mehr machbar ist letztendlich. Für junge Leute nicht und für ältere ja, wenn sie ein Haus haben und das Große verkaufen, können sie ein kleines kaufen, aber es wird nicht billiger. Also das, was ich damit sagen will, es ist nicht zielführend. Es macht es einerseits macht's einfacher, weil man bestimmte Regeln nicht machen muss. So, aber auf der anderen Seite ist das so, deswegen gibt es so sehr viele Tiny Häuser, die tatsächlich den baurechtlichen Dingen, der Energieeinsparung, dessen Dingen nicht gerecht werden. Das auch nicht machen können. In Deutschland gibt es jetzt seit Anfang des Jahres diesen Pflichtstandard, wie isoliert werden muss und so weiter. Das können Tiny Häuser in der Regel gar nicht, weil Ja, okay. das ist ganz logisch. Ich meine, in Deutschland geht es darum, je dicker die Wand, umso besser isoliert. Da wird nicht überlegt, wie kann ich effizient das machen, wie kriege ich das hin. Jetzt seit auch ein, 2 Jahren wird darüber nachgedacht, nicht mehr nur Wanddicke zu klären, sondern Nachhaltigkeitskriterien einzuführen. Das ist sehr positiv. Deswegen sind wir sehr schnell weggegangen. Wir durften natürlich im Bauverfahren jetzt nicht mehr das Wort Tiny House, Tiny Quartier rausnehmen. Also eigentlich nennen wir es schon lange, das heißt Quartier für nachhaltiges Wohnen. Und das Ah, ist okay. kleines Wohnen. Wir haben auch diese Kampagne, das haben wir gelassen. Kleiner Wohnen EU. Auch eine sehr, wo wir sehr uns grundsätzlich halt mit den Themen kleiner Wohnen beschäftigen. Auch, wir haben das auch da nicht klar, tiny genannt, weil zwischenzeitlich, wie gesagt, ich glaube, es geht nicht um Kleinwohnen, sondern es geht um nachhaltig Wohnen. Nachhaltigkeit ist bei allen Dingen so wenig wie möglich Wohnraum, so wenig wie möglich Natur, so wenig wie möglich Autofahren, wenig wie möglich, so klein wie möglich, nicht so groß wie möglich. Und das finde ich sinnvoller, als zu sagen, ja, es muss ein süßes, schnuckeliges, kleines Häuschen sein. Weil da ist doch berechtigterweise, meine, klar, man kann auf sehr kleinem Raum irgendwie wohnen, aber das irritiert manche Leute, wenn die jetzt unsere Häuser, die ja zum Teil auch, wir arbeiten modular, unterschiedlich, wenn die Häuser auch größer werden. Das fand ich konzeptionell, das ist das, was mich seit 30 Jahren bewegt. Es wäre doch super, wenn ein Haus mitwachsen könnte. Das ist übrigens ein Thema, was die Architektur seit 100 Jahren beschäftigt. Wachsende, das ist nichts, absolut nichts Neues. Kleine Räume, modulare, da gibt es, das gab es immer. Es ist nur, warum sollte irgendjemand diese Idee verfolgen? Weil spätestens nach dem Krieg ja immer nur alles größer hätte werden sollen. Also seit 50, 70 Jahren und davor. Das Bauhaus vor 100 Jahren hat auch sich mit Wohnformen auseinandergesetzt, die ganz anders waren. Aber warum sollte man das tun jetzt? Jetzt ist es so, jetzt gibt es einen Grund, weil wir einfach schwindende Ressourcen irgendwie letztendlich haben. Wir haben Ökonomen, wir haben ökonomische Gründe und ökologische Gründe. Also beides. Ich kann es mir nicht leisten und ich möchte auch vielleicht, wir dürfen auch einfach nicht so viel mit unseren Ressourcen umgehen. Das ist die 2 Punkte. Also ist Nachhaltigkeit, dieses der Punkt einfach weniger klein. Klein heißt einfach, ich möchte nur das benutzen, was ich wirklich brauche. Und das kann ich auch nicht definieren. Deswegen kann ich auch nicht sagen, was
Es gibt die Definition von Tiny House auch gar nicht. Irgendwann mal hat mich jemand angerufen, sagt, kann ich ein Tiny House mit 120 Quadratmeter haben? Sag ich, ja, aber dann heißt es Holzhaus und nicht mehr Tiny House, weil das ist im Vergleich zu einer Kathedrale, ist es natürlich ein kleines Haus, aber 120 Quadratmeter finde ich schon ganz nettes Haus. Wenn ich da Ja. mit drei Kindern, vier Kindern wohne, ist das ein schön, aber das ist kein Tiny House. Also das darf man nun wirklich nicht. Aber es muss auch nicht 12. Ich hab privat ein ganz sehr, sehr, sehr kleines Haus, es hat nur 16 Quadratmeter, aber da will ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht immer wohnen letztendlich. Das wäre mir dann irgendwie auch zu klein. So, deswegen kann ich das nicht so definieren mit kann ich nicht definieren, was ist eigentlich ein Tiny House? Und deswegen wieder zu dem Punkt, ich benutze das nicht oder wir benutzen es nicht, sondern es geht um nachhaltiges Wohnen, es geht um nachhaltiges Leben. Wir nennen das zwischenzeitlich auch so. Unsere ganze, ich schicke Ihnen ja die Links, wo wir uns ein bisschen klarer ausdrücken, was das anbelangt, weil schon alleine, wenn ich Baurecht dafür bekommen möchte, und es gibt wirklich immer mehr Leute unterschiedlichster Couleur und Sozialschicht, geschlechterübergreifend, altersübergreifend, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sich kleiner zu werden. Und dann muss es eine Möglichkeit geben. Und wenn wir jetzt auf unser Projekt jetzt gehen, ist das natürlich hervorragend, weil es gibt ein Baugebiet, wo man kleine Häuser aufstellen kann. Und es gibt das Thema, was auch sehr viele Leute, dass wir etwas versuchen, sowas wie das Dorf im Dorf, eine soziale Gemeinschaft aufzubauen, ohne dass wir jetzt erst einen Verein gründen und eine Gemeinschaft entstehen, sondern zu lassen. Sondern auch das kommt natürlich vieles. Wir haben immer so Begleitungen moderiert, Wohnbegleitungen von Stadtteildingen, für Ministerien und so. Und es muss auch etwas wachsen, aber ich kann letztendlich nicht vorgeben, dass es eine Gemeinschaft zu sein hat, sondern eine Gemeinschaft wird oder sie wird nicht. Ja. Und wenn ein Verein ist, dann ist es ein Verein, aber nicht eine soziale Gemeinschaft. Das sind so Elemente, die bei uns jetzt da sind. Wir haben jetzt durch die Gründung der Firma haben wir Baurecht geschaffen. Das war nicht so ganz einfach. Wie gesagt, wir haben ja auch drei Durchgänge gemacht. Das fand ich ganz spannend. Ich bin mit dem letzten jetzt nach wie vor eigentlich ganz zufrieden, weil jedes Mal ein neues Genehmigungsverfahren bringt immer neue Möglichkeiten. Aber auch jetzt würden wir noch bestimmte Dinge ändern. Von der rechtlichen Seite würden wir doch wieder. Eigentlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo es mir am liebsten wäre, es wäre ein ganz normales Baugebiet. Wo ich sagen könnte, ja, dann könnte ich, so, wir sind ja gar nicht so weit weg von, weil jedem, dem ich sagen würde, es ist doch ein Baugebiet, da wohnen Leute. Wir haben einen Unterschied. Unser Baugebiet macht keine Natur kaputt. Da leben Menschen und es macht die Umwelt und die Natur nicht kaputt. Sondern ich brauche gar keine Ausgleichsflächen, sondern wir versuchen, das war unser Ziel. Diese landwirtschaftliche Fläche, ich nenne das immer, das ist eine blöde, originär, ganz normale Wiese, die hatte noch nicht mal, also es war kein Blumenmeer oder was weiß ich, sondern diese Wiese ist für konventionelle Landwirtschaft. Die wird fünfmal im Jahr wird sie gemäht. Und dann wird aus diesem normalen Gras wird irgendwie Silage hergestellt, dann wird das an konventionelle Kühe verfüttert, die dann irgendwie Milch geben. Was anderem taugt diese Wiese nicht. Wenn wir da wohnen, optimieren wir das. Es wird ein diverses Naturgebiet. Also diese Wiese, wir zerstören durch das Wohnen nicht die Umwelt, sondern wir optimieren sie letztendlich. Und das war eigentlich mein Ziel. Das kann nicht sein, dass wir immer, wenn wir ein Baugebiet machen, alles kaputt machen. Und dann sagt, ja, da darf ich nicht wohnen, weil das ist ja Naturschutz, das ist Umweltschutzgründe nicht. Das ist nicht zielführend. Entweder müssen wir auch lernen, dass wir mit Natur und Pflanzen und Tierwelt in einem mehr in wieder in einem engeren mit einem engeren Dings auseinander mit einem engeren gemeinschaftlichen, dass wir nicht der Mensch, nein, ich sage es andersherum, der Mensch ist natürlich jetzt war denn er baut Häuser und zerstört alles oder Straßen oder baut irgendetwas anderes. Wenn wir wohnen wollen, dann könnte es doch nachhaltiges Wohnen, könnten wir einfach sagen, ja, man will doch in schöner Natur wohnen. Jetzt heute traut man sich schon gar nicht mehr, weil wir haben Flächenfraß ohne Ende. Man traut sich gar nicht nach außen zu gehen und soll das ja auch nicht. Warum? Weil wir die Natur kaputt machen. Wenn wir die Natur nicht kaputt machen würden, unser erster Plan war ja, nur 10 Jahre da zu wohnen und dann wieder nicht weiterzuziehen, aber ich wollte das eigentlich
Nur 10 Jahre lang machen das Projekt, weil das war ein großer Trugschluss, weil die Leute nicht mehr wegreden wollen, sagen Ja. die, nee. Dein größtes Problem war, ich will aber da nicht mehr weg. Ja, aber ihr sollt doch die Chance, wenn ihr habt mit eurem Haus ein Haus, was transportabel ist, ihr könnt woanders hingehen. Ja, nein, nein, ich will aber da nichts. Habe ich ja doch einen Platz, ich will den haben. Das war einer unserer größten, meiner größten Denkfehler, dass ich Woran dachte, man dann vielleicht am Anfang gar nicht denkt, ne? Es ist nee. sehr spannend. Nee, überhaupt nicht. Das war wirklich gesagt, so, um jetzt für die Wiese ist es so, klar, wir haben es dann gemacht, wir haben den Plan, den Flächennutzungsplan geändert. Das ist dann nicht weitergegangen, weil es ging dann auf einmal doch nicht. Dann waren wir ein Sondergebiet für Tiny Houses, genauso wie ein Sondergebiet für Müllverbrennung, ein Sondergebiet für Oh. Hühnerstall, ein Sondergebiet, gab es dann auch ein Sondergebiet. Dann hat berechtigterweise das Regierungspräsidium gesagt, nein, 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 das ist doch Wohnen. Dann muss es auch Wohnen sein. Es gibt kein Sondergebiet Wohnen. Das kann es ja nicht geben, sondern Wohnen ist Wohnen. Also so. Was sehr gut für uns war, weil damit, das war wie so, und dachte ich mir, toll, das, was wir tun, ist ja Wohnen. Wir sind ja gar kein Sondergebiet Hühnerstall oder so etwas. Oder Holzhütte Ja. oder so. Wer will denn in so kleinen Holzhütten wohnen oder so? Jetzt zwischenzeitlich sind die Leute, wenn die da sind, ist das so, dass sie die Häuser anschauen und sehen, das ist hochwertiger, moderner Wohnraum. Wir haben zwischenzeitlich für die Leute durch die modulare Bauweise und dessen, was wir tun, auch gerade in was in den letzten 2 Jahren passiert ist, einfach sagt, ihr habt kein Problem mehr. Das, was ihr vorher jetzt habt, unsere Häuser sind modern, die halten 50, 80 Jahre, die sind energetisch, ihr braucht euch nicht überlegen, was für ein Wärmesystem ihr einbaut. Es ist alles erneuerbar, es ist alles rückführbar, es ist alles Cradle to Cradle vom Anfang. Ganz am Schluss könnt ihr euer Holz noch verheizen, wenn in 70 Jahren, wenn das noch da ist. Es greift alle Punkte auf, die man heute von nachhaltigem Bauen irgendwie braucht. Ihr habt keine Probleme mehr. Ihr habt überhaupt gar keine Probleme mehr. Ihr habt kleinen Raum. Ihr müsst, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber viele, wenn das mit Tiny Häusern ist, öfters von Frauen als von Männern, also wenn sie alleine leben, das ist immer noch so. Aber es gibt ja auch Paare. Ja, es scheint ein großes Problem zu sein, dass wenn man große Häuser ist, man natürlich viele Fenster putzen muss. Und die Leute sagen, Das ist die Hauptursache. nein, das ist nicht die Hauptursache. Ich habe keine, also wenn das Ältere, oder was heißt Leute, ich habe keine Lust mehr, Fenster zu putzen. Und im Tiny House sind es einfach weniger. Oder ich brauche manche Dinge. Ich habe auch nicht so viel Garten. Es sind ganz, ich finde das sehr legitime Dinge. Es gibt im Leben doch irgendwie andere Dinge als Fenster zu putzen oder einen Ja. Garten zu machen. Das kann alles Spaß machen und Muße bringen. Aber wenn es Arbeit wird und wenn es zur Pflichterfüllung wird, dann müsste man Sklave seiner Fenster und Sklave Genau. seines. Ich habe mal in einem sehr großen Haus lange Zeit gewohnt. Also ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich manchmal Freitagabend, wenn ich zurückkam von unterwegs, schon dann dachte, ich muss morgen unbedingt Rasen mähen. Ich muss unbedingt das machen. Meine Kinder, naja, die haben irgendwann mal gedacht, der spinnt. Jetzt jeden Samstag sollen wir jetzt irgendwie was weiß ich was machen. Aber ich war so besessen von meiner Gartenarbeit. Du könntest sagen, wunderbar, könnte ich mir einen Gärtner leisten? Will ja nicht jeder, ich mache sehr gerne Gartenarbeit. Und Gärtner sind ja auch nicht preiswert, was das anbelangt, wenn ich einen großen Garten habe. Da dachte ich, nee, ich war sehr froh darüber, dass ich los war. Als ich los war und sagte, ich will einfach gar nicht mehr. Jetzt ist mein Garten schnell erledigt. Ich habe ein sehr, sehr kleines Grundstück, ein sehr, sehr, das Haus ist immer noch größer, als ich es eigentlich haben wollte. Und das ist auch der ursprüngliche Haus, wo ich jetzt wohne. Da habe ich immer gedacht, es wäre doch toll, wenn ich einen Raum zurückgeben könnte einfach. Wenn ich einfach einen Raum, jedem meiner Söhne gebe ich einen Raum mit, so ungefähr. Schön, Können die der schöner eine in Satz. München, der andere in Hamburg, wo auch immer sie hingehen, können sie diesen Raum mitnehmen, ihr Zimmer mitnehmen und ich bin's los. Ich brauche es nicht mehr. Und das geht aber ja nicht. Wie soll das funktionieren? So, und daran arbeiten wir. Das ist das, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Daran arbeiten wir. Jetzt haben wir diesen Park aufgebaut. Wir kriegen das Ling. Wir haben die Legitimation bei Leuten gefunden, zu sagen, ja, so kann ich mir das schon vorstellen. Es sind ja wahnsinnig viele Leute, die ihre großen Häuser verkaufen und sich verkleinern. Ja. Oder junge Leute, die sagen, ich möchte das so. Ich will das doch genauso. Und diese Optionen, diese konzeptionelle Idee, die wir beschreiben, wie gesagt, die hat wenig mit dem ganz am Anfang startenden, wir bauen ein Tiny House Quartier, sondern es geht um nachhaltiges Wohnen, anders wohnen. Wie kann das Wohnen der Zukunft denn irgendwie sein? Und das heißt, das kann nicht an Quadratmetern festgemacht werden, sondern es muss an, wie kann ich mit Natur, mit Umwelt in Einklang leben? Wie kann ich so wenig wie möglich zerstören? Wie kann ich vielleicht was Positives, wie kann ich die Energie im Raum lassen?
Das ist ein Umdenkungsprozess. Es ist schon Deswegen. eine Erhöhung der Lebensqualität auch, dass man sich vorher auch genau damit auseinandersetzt und sagt, okay, was muss eigentlich gemacht werden? Und das finde ich halt eben so schön, dass sie das auch durchgezogen haben, weil es hört sich jetzt nicht so an, als wäre das mega einfach gewesen. Und das waren jahrelange Prozesse. Also wenn ich höre, sie haben da drei Durchläufe gemacht in der ganzen Legitimation, da ist man ja, glaube ich, schon 2 oder 3 Jahre nur daran beschäftigt, dass diese Durchläufe durchlaufen. Nein, natürlich. Nur irgendwann mal ist es halt so, naja, ich meine, manche Dinge dauern einfach verwaltungstechnisch länger. Das dauert halt eine gewisse Zeit. Aber in der Tat, jetzt würde man, es war schon auch unser Ziel, wir wollten es. Also irgendwann mal bin ich natürlich auch ehrgeizig geworden. Klar. Ich will dieses Quartier umgesetzt haben. Ich finde es auch jetzt da wirklich toll, weil wir viel positiveres Feedback kriegen und ein Stück weit. Es ging nicht darum, ein Leuchtturmprojekt zu generieren, sondern ein Projekt zu sagen, es geht. Viele Leute sind jetzt gesagt, wir finden das toll, dass ihr das gemacht habt, weil das zeigt uns endlich, macht ihr das vielleicht eben da und da auch? Also, wir können jetzt nicht überall Tiny Quartiere. Also, das ist jetzt auch nicht gerade ich wollte das, es war, meine Beweggründe waren ja nicht irgendwie eine Immobiliengroßgesellschaft zu werden oder so etwas, Tiny-House-Parks zu entwickeln, sondern meine war etwas mal praktisch umzusetzen, was einen lange beschäftigt. Und wenn man immer nur theoretisch arbeitet und dann glaubt, man dürfte es oder man es endlich mal machen kann, das ist der. Und es funktioniert. Jetzt im Moment, klar, wir haben das Baurecht, wir haben, klar, die Menschen, jetzt liegt es auch nicht mehr in unserer Hand. Alles Weitere liegt ja auch im Sinne, die Menschen, die dort leben, die werden die Gemeinschaft bilden. Aber wir haben die Möglichkeit, den Leuten halt so einen Ort irgendwie zu geben jetzt. Ja, Und genau. wir haben ja nicht nur den Tiny House Park, sondern es muss ja auch eine der, wir haben auch, diese Häuser können ja auch in Baulücken, die können ja auch woanders hingestellt werden. Es muss ja nicht immer nur ein ganzes Quartier irgendwie geben. Es ist schon, sagen wir mal, ich würde es auch nicht jedem empfehlen, es ist schon ein Mordsaufwand. Es ist wie wir im Baugebiet, meine, da stehen halt 25 Häuser, die müssen wir ja auch bauen. Die bauen dürfen wir bauen, das ist schön. Ich meine, aber es muss anders funktionieren. Man muss Lücken füllen, man muss die Nachhaltigkeit in den Dörfern. Es gibt so viele Baugrundstücke, die gar nicht dem Wohnen zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen ja auch Wohnraum, wir brauchen guten Wohnraum. Wir können nicht einfach nur. Jetzt sagen wir bauen einen Bauplatz. Ja, genau. Also das ist, finde ich, auch das Schöne, dass man sozusagen sich Inspiration holen kann von dem Projekt und sehen kann, okay, wie kann so ein Haus aussehen? Ich glaube, da können wir gut einsteigen. Sie haben ja schon gesagt, es kann modular sein. Wie groß oder klein können denn die Häuser sein, die Sie jetzt auch konzipiert haben? Und wie kann ich mir die vorstellen? Also wie werden die sozusagen strukturiert? Also gut. Es gibt natürlich, erstmal gibt es verschiedene Dachformen. In Deutschland ist es, Bebauungspläne schreiben Dachformen vor. Unsere Häuser sind erstmals sind sie Quadrat, also sind sie wie ein Quader. Wie ein modulares Teil. So. Ist ja die einfachste Form ist entweder quadratisch oder ein Quader letztendlich. So. Und wir bauen aus transportablen Gründen maximal 3,5 Meter breit und 3 Meter hoch. Und maximal 10 Meter lang. Und das kann ich dann kombinieren. Das ist so, sagen wir mal, das, was wir als Kleinstes machen. Und dann kann es oben, je nachdem, kann es ein Dach formen, ein Runddach, ein Pultdach, ich kann ja jegliche Form da drauf machen. Das ist ja relativ einfach. So, ich kann auch nur die Hälfte drauf machen. Und auf der einen Hälfte wohne ich. Das ist die zweite Ebene. Auf der anderen ist eine Dachterrasse. Es gibt jetzt die Möglichkeit, so, wenn man, ich glaube, viele Menschen, ob Mädchen oder Jungs, kennen Lego oder Duplo oder so, also Bauklötze. So, es ist eine ganz einfache Form. Man nimmt diese Grundform und baut sie und kann sie jetzt aneinander stellen. Unsere Grundform ist der einfache Quader, der einfache Legostein. So, dann baue ich einen halben Legostein oben drauf, dann kann ich da oben, kann ich wohnen und daneben könnte ich eine Terrasse machen. Oder ich stelle einen zweiten Legostein daneben. Dann verdopple ich. So, und wenn ich 3 Meter mal 12, dann ist es, oder 3 Meter mal 10 mal 8, dann eine kleinere Form, dann habe ich 18, 20 Quadratmeter. Ist halt das Minimalste, was ich glaube, was man auch braucht, weil man braucht, denke ich mir, einen Wohnraum, Wohn-Essraum, man muss irgendwie ein kleines Bad, Dusche irgendwie, muss man nicht, aber es ist ratsam, das zu tun. Letztendlich, wir müssen jetzt gerade mal schauen. Wir machen mal kurze Pause, ich habe nämlich ein Stromproblem.
Die Grundform ist tatsächlich die eines Lego oder eines Bauklotz eines Legosteines. So. Ist auch die einfachste Form, so nebeneinander, übereinander und so. Das kann ich alles kombinieren. Ich kann es mit jeder Form kombinieren. So. Und jetzt kommt die Besonderheit in Burgrieden, weil wir uns festgelegt haben auf 50 Quadratmeter und klein. Okay, So, okay. da geht es tatsächlich nur nicht auf 51. Das haben wir da ausgeschlossen, aber das haben wir selber bestimmt, weil wir ja sagen wollten, es, meine Größe würde kein Problem. Heute würde ich zum Beispiel diesen Punkt auch ändern und würde das nicht fixieren, weil es kann durchaus Sinn machen, auch 55 Quadratmeter zu haben. Oder es kann zum Beispiel in unserer Logik Sinn machen, ich fange mit einem kleinen Häuschen ein Modul an und dann kommt ein kleines Häuschen ein Modul dazu. Dann ich baue das auf und baue das auch wieder ab. Das haben wir uns selber verbaut, weil ich kann, wir haben ein Modul, was übereinander irgendwie da ist. Das geht von der Höhe her jetzt nicht mehr, weil wir einfach uns selber dieses baurechtliche Regeln gegeben haben, dass wir gar nicht nach dem modularen Prinzip momentan in Burgrieden, ah, das ist jetzt nicht schlimm, weil in Burgrieden tatsächlich es sich entweder auf ein Modul oder auf zwei Module, die dann wie so ein L aneinander stellen. Also wie einfach wie so eine L. Und eine klassische, eine, der Frau hat gesagt, das ist wie so in den 70er Jahren so ein kleiner Bungalow. So, meine Eltern haben sowas gewohnt. Sag ich, ja, es ist ein Eckbungalow letztendlich, so ganz logisch. Es steht da was und es steht auf der anderen Seite etwas. Und das kann ich alles miteinander variieren. Also ich kann es in den Formen, nur wir sind festgelegt oder wir haben uns auf 3,50 mal maximal diese 12 Meter oder 10 Meter eigentlich sogar. 12 könnten wir, das hat was mit dem Transportieren zu tun, weil was schon wichtig ist, es muss transportabel bleiben. So, es muss transportabel bleiben, sonst ist es ja, sonst, das ist ja auch eines der Grundprinzipien. Und das geht natürlich einfacher, wenn ich es auf diese Größe lasse. Weil ich möchte dieses Grundprinzip, dass ich vielleicht das Grundprinzip von Nomaden, ich möchte mit dem Haus ja irgendwo anders hingehen können. Ob das jemals jemand tut, das weiß ich nicht. Ist Vielleicht eine andere verkaufen sie Frage. die Häuser nicht, das weiß ich nicht. Ob das auch sinnvoll ist, wenn ich jetzt sagen würde, ja toll, ganz am Anfang wollte jemand sein Haus ein paar Jahre später nach Spanien nehmen, sei. Ich glaube, sollst da unten nach einem anderen Haus gucken. So ein Haus durch ganz Europa zu fahren. Es ist jetzt nicht so, dass man es gerade, es ist kein kleiner Hänger oder so, wenn man mal durch die Stadt fährt. Und deswegen, diese Tinys und Wheels sind auch in Deutschland nicht gerade sehr zielführend. Da hat man, man meint damit nur, man könnte Baurecht umgehen, was aber nicht stimmt. Was nicht geht, ja. Baurecht hat gar nichts mit den Rädern zu tun, sondern das hat auch mit Anschließen an Kanalisation und anderen Dingen zu tun. So, und bei uns geht das halt nicht, sondern wir haben uns das Modulare. Ich glaube, wenn man zurückbesinnt, dass wir eigentlich vorhaben, ein Haus wachsen und kleiner werden zu lassen, ist das auch logisch, weil dann kann ich das mit einem Modul anfangen, dann kommt, ich bin alleine, dann kommt, bin ich ein Paar oder dann mache ich es größer und kleiner. Das war ja meine Uridee, mein jetziges Haus zu verkleinern, weil bei mir ist jetzt genau das Gegenteil, ich will jetzt nicht mehr größer werden. Sondern ist alles aus dem Haus und ich sage, ich will einfach Räume loswerden. Das geht aber mit meinem Haus nicht. Mit meinem Modularprinzip, nachhaltigen Wohnen, könnte ich das machen. Ich könnte immer nur so viel nehmen, wie ich haben wollte, letztendlich. Wenn ich es jetzt ganz weiter denke, bin ich vielleicht alleine irgendwann mal wieder und dann wohne ich dann noch und dann am Schluss kann ich mit meinem Modul ins Altersheim, ins Pflegeheim oder in die Seniorenresidenz ums. Es ist alles. Also man kann das denken, ob das alles so eine coole Lösung ist, das weiß ich im Moment ehrlich gesagt nicht, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Aber das anders zu denken, das kommt aus meinem Beruf her, dass ich mich immer mit Konzepten, wie könnte etwas anders sein? Könnte es denn anders funktionieren? Muss ein Haus sein? Nee, es muss eigentlich nicht sein. Das hat irgendwann mal, es gibt ja auch andere Länder, da wird ganz anders gebaut. Das skandinavische, nordische, nimm afrikanisch, asiatisch, das gibt ja, wir leben ja nun wirklich nicht in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, nur wir haben ja nicht das Wohnen erfunden oder so. Das gibt sehr Ja. unterschiedliche Formen. Und es ist auch so spannend, das zu sehen mit den Bedürfnissen, die wir haben. Also vor allem jetzt hier in Deutschland, wo immer noch dieses Prinzip ist, ich ziehe irgendwann in ein Haus ein oder ich baue mir ein Haus und da lebe ich für den Rest meines Lebens. Das haben andere Länder auch nicht. Also als ich in England war und dann hieß es, na, wir haben uns ein Haus gekauft zum Studium. Ich so, ihr habt bitte was gemacht? Also das hat völlig mit meinem Konzept von was wir in Deutschland machen, sich
Irgendwie, mein Kopf hat sich da aufgespalten. Ich meine, so wie könnt ihr euch als Student Häuser leisten? Na, das ist bei uns anders. Da kauft man sich zu dritt einfach ein Haus, wohnt da als WG drin, da wird einfach nicht gemietet. Und wenn wir dann mit dem Studium fertig sind, dann verkaufen wir das Haus wieder. Also die haben auch dieses, ich glaube, diese persönliche Beziehung zu dem Haus nicht, was wir, glaube ich, in Deutschland sehr stark aufbauen. Und das ist, glaube ich, das, was sich jetzt momentan auch ändert, dass sie halt eben die Menschen auch sagen, na, ich bin auch bereit, modular mehr zu wohnen, um zu sagen, ich kann auch mal einen Raum abgeben. Wenn ich unbedingt hier wohnen bleiben möchte, brauche ich aber nicht die Größe des Hauses anymore, also irgendwie mehr, das brauche ich gar nicht mehr. Genau, das ist einer der springenden Punkte, es anders zu denken. Und meine, unsere Gesellschaft hat sich verändert. Wir haben ja wesentlich mehr Einflüsse auch von anderen Kulturen, von anderen Ländern, von anderen Dingen heraus. Das ist ja auch sehr positiv, was das anbelangt. Warum soll es sich nicht auch auf das Wohnen auswirken oder auf das Leben auswirken können? Es ist ja, wir wissen alle, so wie wir jetzt die letzten 30 Jahre gelebt haben, geht es eh nicht. Also wir müssen die Mobilität muss sich ändern, das Essen, es gibt so viele Dinge, die wir ändern müssen. Also müssen wir irgendwie anfangen. So. Und wir haben halt hier angefangen, dachte ich mir, mit dem Wohnen, das ist ein Punkt. Ob das alles so gut ist mit dem Modularen, das weiß ich alles gar nicht. Aber Das wird jetzt getestet. die Logik erscheint mir, wenn ich sehe, auch, also ich denke sehr viel darüber nach und wir versuchen, aber wie überzeugt, finde ich, weil es ist das, ich triff das, was man gerne haben möchte. Ich meine, ich wohne selber jetzt in so einem Haus, was nur zu groß ist, schon wieder. Ich könnte das abbauen, aber ich stelle mir das wunderbar vor, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre und würde dann so anrichten. Ich fange mit einem kleinen Häuschen an, das ich vom Studium habe, und dann fange ich an. Am Schluss hätte ich mein Haus, was ich jetzt habe, wo ich wunderbar mit zwei Kindern groß geworden, also die groß geworden bin, wo ich ausreichend Platz habe, was auch ein Holzhaus ist, was eine tolle, alle Dinge hat, die man eigentlich so rückblickend dachte, tolles Haus. Und ich habe in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen gewohnt. Also, das ist diese Idee, die hinter dem Wohnkonzept liegt. Und das wir halt im Frieden versuchen umzusetzen. Und wie sieht es denn aus? Also vorhin haben Sie schon gesagt, da sind jetzt 25 Häuser. Sind die denn schon alle gebaut? Also sind da auch schon alle eingezogen oder wie ist das jetzt? Nein, es sind tatsächlich jetzt, bis Ende des Jahres werden 5, 6 Häuser fertig sein. Weil wir dürfen ja erst, es muss ja das Grundstück ja noch gemacht werden. Und wir machen es tatsächlich in kleineren Tranchen. Weil wir waren schon über die 3, 4 Jahre, wir haben so viele Interessenten teilweise, die dann auch wieder abspringen, weil das Leben sich geändert hat, weil doch irgendwas anderes sich ergeben hat und so weiter. Und jetzt haben wir einfach entschieden, bis Ende des Jahres werden wir 5, 6 Häuser aufbauen, immer so in den bestimmten Etappen. Wir vorhaben wir bis Mitte nächsten Jahres, dass die Häuser dann alle sind. Er hat ja auch einen gewissen Vorteil, meine, da wir ja nun, ach, na, wir haben nicht nur, wir haben auch eine Firma dann zusammen, wir bauen die Häuser ja auch letztendlich. Was ich sehr schön finde, dass wir unsere eigenen Häuser, wir haben auch eigene Modelle entwickelt. Das ist alles so, die Dinge, wo ich dachte, ja, ich kann nicht die bestehenden Sachen, die es so gibt auf dem Markt, irgendwie dafür benutzen, weil das geht ja auch nicht. Ich meine, wir haben ja mit null angefangen. Jetzt bauen wir Häuser und ein Haus dauert, ist ja, wir sind ja keine Hausbaufirma, die, keine Ahnung, pro Woche 3 Häuser vom Band laufen oder so etwas. Also unsere Häuser, die Module sind schon sehr standardisiert, seriell. Aber sie sind individuell, total individuell. Und das unterscheidet unsere Häuser, glaube ich, auch von anderen Hausbaufirmen, zumindest wenn sie aus einem größeren Maße irgendwie sind. Ansonsten, viele Tiny-House-Leute, es gibt ja sehr viele, meine, sind wir uns ehrlich, jeder Mensch, der ein Zimmermann, Schreiner, Holz, wie auch immer, der kann sich so ein Haus bauen. Das geht. Jede gute Firma kann das machen. Aber es ist trotzdem, es geht nicht so einfach letztendlich. Es geht nicht ganz so einfach, weil es muss ja auch Wohnkriterien und es haben ja auch andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Für den Platz bedeutet das, dass wir versuchen, jetzt innerhalb sehr schnell das umzusetzen und auch den Leuten, jetzt mit denen ist aber auch eine faire Zeitplanung. Jetzt können wir ja planen dann, okay, wann willst du ausziehen, wann willst du umziehen, weil man verkauft, also entweder verkauft man sein bestehendes Haus oder Wohnung nicht mal so einfach. Oder man gibt auch nicht einfach mal so irgendwie seine Mietwohnung irgendwie, ja, man hat eine preiswerte Mietwohnung in Frankfurt, München, wo auch immer, wo dann Leute dann sagen, ich muss schon eine Garantie haben. Und bisher wussten wir ja gar nicht. Wir haben dann gekündigt und haben konnten nirgendwo hin oder hätten gekündigt, das geht ja jetzt. Jetzt können wir einen ganz klaren Zeitplan machen. Dein Haus dauert so lange, du kannst im März da einziehen. Und das ist für die Leute sehr. Oder wenn sie ihre bestehenden Häuser verkaufen, auch so ein Punkt, tja, dann haben sie ausverkauft, dann wissen sie nicht mehr wohin. Also auch das, und es geht halt nicht mehr so einfach. Vor 2 Jahren haben wir, egal wo sie irgendwo ein Haus hatten, haben sie Makler gegeben, sie haben einen super Preis erzielt und
Das war weg. Und jetzt, wenn sie, es ist auch ein bisschen schwieriger geworden, die Häuser wieder zu, also zumindest auch zu den Preisen zu verkaufen, die, ja, früher, vor ein paar Jahren wurde jeder Preis für ein Haus bezahlt. Alles nicht. Also es ist für die Leute wesentlich jetzt, es ist planbarer. Und sie sind alle sehr froh, weil wir können ihnen sagen, es ist kein Traum, wenn du diesen Traum, viele Leute kommen ja immer wieder und sagen, ja, ich habe schon ewig, seit ich, keine Ahnung, junger Mann, junge Frau war, habe ich immer gedacht, ich will mal in so einem kleinen Häuschen wohnen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es scheint so eine Leute bewegt zu haben. Sag ich, ja, jetzt ist kein Problem, ihr könnt da einziehen. Es ist da, ihr könnt das machen, ihr müsst jetzt ist real. Und das umzusetzen ist, dass wir jetzt halt dann ich hoffe, dass wir bis Mitte nächsten Jahres die Häuser dann fertig haben. Aber auch wir sind, man lernt ja dann auch, wir sind von Lieferketten und Häuser und Ja. Holzpreisen und so weiter auch abhängig. Wir bauen Häuser wie andere Leute auch. Das finde ich. Also, das ist schon faszinierend. Und sind denn schon alle 25 Häuser sozusagen angefragt oder gibt es noch Wartelisten oder freie Plätze? Vielleicht auch für die Leute, die zuhören Alle. und sagen, das möchte ich gerne. Und es gibt freie Plätze, weil wir Plätze ja frei halten. Wir haben ja lange Zeit gar nicht so wahnsinnig viel Werbung jetzt dafür gemacht, weil 25 Plätze sind ehrlich gesagt schnell weg. Ja. Wenn das mal in den Medien, haben wir das Glück gehabt, dass man in den Zeitungen manchmal über uns berichtet hat oder auch der SWR hat eine aufwendige Reportage darüber gemacht. So, dann geht das manchmal schlagartig und 25 Plätze sind schnell weg. So, nur weil ich das 2 Monate später soll ich den Traum nicht mehr haben. Nein, deswegen haben wir uns entschieden, einfach nur in Etappen das zu machen und auch sehr zielgerichtet, das nach außen zu kommunizieren. Und jetzt, wie gesagt, es gibt diese, da ist es die eine Seite, es gibt ja eine spezielle Seite, wo die ganzen Links drin sind, können wir ja darstellen. Und da wird es so sein, dass man sich immer weiterhin, es sind, glaube ich, noch 8 oder 10 Plätze haben wir freigehalten. Halten wir auch deswegen freigehalten, weil auch wir lernen gerade, dass es möglicherweise doch, dass unser Miet, also dass unser ganzes Vertragsrecht, wie man das Haus wohin stellen will, wir haben eine Unterscheidung. Das Haus gehört den Menschen, der Platz ist aber von uns. Auch den kannst du nicht kaufen, sondern den kannst du nur nutzen. Wir haben eine eigene Begrifflichkeit, das ist nicht eine eigene Begrifflichkeit, aber wie ich nenne, das ist nicht Mieten, das ist nicht Erbpacht, sondern es ist eine Nutzung. So wie ich ein Auto, wenn ich es lease oder wenn ich es nutze, ich kann einen Gegenstand nutzen. Warum soll ich ein Haus nutzen können? Das sind Nutzungsverträge. Wir haben zum Beispiel noch keine fi absolut fixierten Verträge, weil ich möchte, ich habe den Leuten immer gesagt, wollt ihr einen Vertrag mit 25 Seiten haben? Den müsste ich jetzt ausfüllen lassen. Ich habe mit vielen Rechtsanwälten und Kanzleien und überlegt und jeder sagt, ja, Mietrecht, was das, ihr geht alles nicht. Ihr wollt doch nur das geregelt haben, was notwendig ist. Also müssen wir doch jetzt auch schauen, dass so wenig wie möglich, aber ausreichende Dinge gemacht Geklärt werden. sind, ja. Und so beteiligen wir auch da. Am Anfang irritiert das die Leute total. Wie, es gibt keinen. Aber was sind denn die Regeln, sage ich ja. Die Regeln machen wir jetzt. Wie, das gibt es nicht vorher. Sag ich, nee, dann müsste ich ja jahrelang mich damit beschäftigen, einen Mietvertrag aufzusetzen. Außerdem, auch da, ich habe keine Rechtsanwaltskanzlei gefunden, und ich habe mit einigen gesprochen, die mir das Prinzip mit der Trennung zwischen Haus und Grund, ja, ist Erbpachten, also ist nicht Erbpacht. Also so, wir haben auch da eine eigene Form halt für uns entwickelt. Es ist, das Haus gehört dir und du nutzt die Dinge, die da drauf sind. Das ist was anderes, als wenn ich miete. Hat auch für uns einen positiven Vorteil, weil Gott sei Dank, in Deutschland gibt es ein sehr komplexes Mietrecht. Das ist nicht so ganz einfach, wenn ich Vermieter bin. Bringt ja auch manche Leute dazu, ich will nicht vermieten, weil das ist mir alles so. Bei uns ist es so, dass diese Nutzungsgeschichte, wir haben eines gelernt dabei, die Leute können immer aus ihren Verträgen raus. Das ist nämlich der Punkt, was uns juristisch gut absichert. Sie können immer aus ihren Verträgen raus. Sie können Sehr gut. jederzeit alles hinter sich lassen Ja. und alles wieder zurückgeben. Bis das Haus, was sie gekauft haben, aber selbst aus das können sie, bis es angefangen ist, sagen, ich will das Haus nicht mehr. Erst wenn wir anfangen, ist es so. Das sind so, deswegen wird das in den nächsten, an wird das auch, ja, dem Moment der nächsten Phase mit den ersten 15 Leuten, wir haben in 2 Wochen wieder Treffen, so, jetzt treffen wir uns ja doch und sag doch mal vor, was wir regeln sollen. Weil wenn ich das, warum soll ich mir das alles ausdenken? Vielleicht will ich ja gar nicht, dass manche Dinge geregelt werden oder ihr wollt nicht
klären, ob ich blaue, grüne, gelbe Mülleimer hinstelle, sondern es soll einfach nur Mülleimer da sein. Oder soll gar keine Mülleimer, weil er gar keinen Müll haben wollte. Also wenn ich das alles regle, dann fallen mir vielleicht zu viele Dinge ein, die man gar nicht regelt. Wir werden sehen. Aber ich finde das auch schön, weil dann haben ja auch die Anwohner, die jetzt hier hinziehen, auch eine Form von Mitbestimmungsrecht und sagen, wie können wir denn die Gemeinschaft überhaupt kreieren? Allerdings schon in einem bestimmten Rahmen. Denn man muss Genau, da nicht das nicht, also frei. es ist so, es gibt nicht, also es ist nicht alle Regeln sind veränderbar oder und austauschbar. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Leute selber die Regeln festlegen, sind die schärfer, als wenn ich sie festlegen würde. Also schärfer, also so, sie wollen mehr Regeln. Die Menschen sind so angelegt, dass sie mehr Regeln wollen, als vielleicht notwendig ist letztendlich. Wir werden es sehen. Es ist gespannt. Ich meine, dass sie sich ja auch darauf einlassen müssen, was das anbelangt. Ja. Und wie ist das dann? Also wohnen jetzt schon irgendwelche Anwohner Ja, da? seit Drei. letzten wohnen die Ja. ersten Leute da. Seit letzten Okay. Freitag, zum 1. September haben wir es jetzt gemacht. Ach, Und schön. jetzt kommen wir immer zu, ja. Jetzt alle 4, 6 Wochen kommen neue Häuser dazu. Und wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es auch sowas wie einen Tag der offenen Tür, dass sich vielleicht die Leute, die interessiert sind, auch mal das angucken kann, wie das aussieht und wie auch die Häuser aussehen? Ja, also wie gesagt, jetzt wohnen natürlich Leute drin. Also wir müssen irgendwann mal wieder ein Haus nehmen, wo niemand drin wohnt, weil sonst ist es auch, die Leute sind schon bereit, ihre Häuser auch zu zeigen. Und das ist ja das Schönste. Rede doch mit den Menschen, die ein Haus gebaut haben. Lasst es euch doch nicht von uns erklären, sondern redet mit denen, die da drin wohnen, was ist gut, was ist schlecht. Das gibt es. Wir machen solche Termine, wie gesagt. Das finde ich gut, weil das ist auch wichtig. Und wenn wir so ein bisschen mal in die Finanzen reingucken, wie muss man sich das, also wenn jemand jetzt wirklich Interesse hat, wie ist das so, wenn ich sage, okay, ich habe eine Form von Pacht für das Grundstück, weil das Grundstück ist nicht meins, das nimmt ja schon viel Geld raus, weil ich muss das Grundstück nicht kaufen. Das ist ja in Deutschland auch nicht günstig. Aber was Ja. sind so die anderen Eckgrößen, über die man sich schon so ein bisschen informieren sollte, damit man weiß, in welcher Hausnummer spielt man da in dem Bereich? Weil es ist tatsächlich so, das gibt verschiedene. Da ist es vielleicht am sinnvollsten, wirklich die einzelnen Punkte auf der Internetseite anzugucken, weil wir haben schon so eine Erstbeteiligung, dass die Leute das Grundstück zwar nicht kaufen müssen, aber sich daran beteiligen, an der Aufbereitung. Straßen gemacht werden. Das ist zwar nur leihweise, aber das wird abgewohnt letztendlich. Also ich muss am Na klar. Anfang fast 30.000 Euro einbringen, das aber, wenn ich nach 3 Jahren wieder gebe, das anteilsmäßig wieder zurückbezahlt. Aber wenn ich 15 Jahre dort gewohnt habe, ist es sozusagen aufgebraucht. Also es ist relativ komplex, wie man damit geht. Und ansonsten ist es aufgeteilt das ist relativ üblich, dass wir halt für die pro Quadratmeter haben wir 1 Euro irgendwie von Grund. Das heißt, alle Grundstücke sind mindestens 200 Euro. Manche Okay. sind aber 190, manche sind 270. Wenn ich über 200 Quadratmeter habe, kostet es dann 1 Euro mehr. Aber ansonsten kostet es 200. Und bei den anderen ist es auch so eine Sonderheit. Die Nebenkosten sind praktisch inkludiert. Wir haben sie pauschaliert, nicht inkludiert, pauschaliert, weil wir im Prinzip sagen, eigentlich brauchen wir gar keine Nebenkosten. Wir versuchen unseren Strom selber zu erzeugen. Wir versuchen so wenig wie möglich Müll herzustellen. Gut, es wird welche geben, aber wir haben einen Pauschalbetrag und der wird praktisch erst nachhinein. Wenn was überbleibt, bleibt es in der Gemeinschaft. Das ist auch noch so ein Thema, was für manche Leute sehr, aber wenn ich dann spare, dann kriegen die anderen, sag ich, ja, das nennt man Solidargesellschaft. Also da sind wir noch dran. Aber da ist es am einfachsten wirklich die einzelnen Links. Es wird sehr, weil es ist ein bisschen komplizierter, das jetzt darzustellen, dauert sehr lange. Ja, aber da hat man schon mal den ersten Einblick, weil das ist ja auch so was wichtig zu wissen ist, dass die Leute nicht denken. Also, und das finde ich halt eben auch schön zu sagen, das sind halt eben nicht irgendwelche abgewohnten Leute oder Leute, die kein Geld haben, die in solche Siedlungen einziehen wollen, sondern das ist einfach wirklich ein anderes Wohnkonzept und da steckt auch Geld und Einsatz mit dahinter. So ist es ja nicht. Ja, genau. Genau. Sehr gut. Ja, was gibt's denn noch? Also vorhin hatten Sie das schon schön angesprochen, dass gefragt wird, ob Sie vielleicht das nochmal irgendwo anders machen. Gibt es denn irgendwas in der Zukunft, Zukunftsmusik, dass es entweder nochmal anders aufgebaut wird oder vielleicht mal mit einer mobilen Variante? Oder gibt es da irgendwas in der Zukunftsmusik in Ihrer Firma, was Sie sich da vorstellen? Wir werden tatsächlich darüber nachdenken, im innerstädtischen Bereich das zu machen. Ah, spannend. Ja, finde ich gut. Parkhaus oder in Flächen innerhalb einer Stadt oder so, weil es dann nicht so einfach. Dass da was Neues gemacht wird. Ja. Aber das sind so Dinge, ja, es wäre im Moment wird sehr viel,
Man muss auch ein bisschen gucken. Wir müssen jetzt im Moment schauen, das Programm sehr schnell am Start irgendwie ist, dass wir auch andere Dinge, dass wir unsere Häuser weiterentwickeln, dass wir das Konzept optimieren. Das Konzept ist ja auch sehr wichtig, weil wie gesagt, es ist sehr komplex, es ist sehr gewachsen, es ist auch, ich glaube, es funktioniert. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sowas funktionieren kann und dass das soll ja auch gewisse Charakter für die als Dublette irgendwie finden, dass man es an anderen Stellen auch machen kann. Werden sehen, muss man einfach mal schauen. Aber das finde ich sehr, sehr gut. Oder gibt es auch sowas, das vielleicht angeplant wird, dass das, was Sie jetzt aufgebaut haben, ist wie eine Art auf einer Internetseite so wie Vorlagen gibt, wie so eine Art Open-Source-Vorlage, dass andere Leute das auch ausprobieren können, dass sie sozusagen anderen die Möglichkeit geben, aber sie nicht überall in den Projekten dabei sind. Ja, wobei es tatsächlich nicht so ganz ein. Also es ist nicht so, es ist einerseits ist es einfach und einerseits ist es überhaupt nicht einfach. Man kann nicht jetzt einen Plan irgendwie haben, den man abarbeiten kann. Wenn das ganz einfach wäre, dann hätten das, glaube ich, schon viele gemacht. Aber es wird, ja, wir werden uns in irgendeiner Form, werden wir uns schon daran versuchen, das oder unterstützen. Letztendlich sind wir auch in Planung und Beratung, sondern wir unterstützen Gemeinden weiterhin. Das hat ja auch eine ökonomische Komponente. Ich meine, wir leben letztendlich davon, Planung beraten zu und solche Dinge auch zu machen. Also natürlich, wenn das Gemeinden sind oder auch das immer wieder, es gibt immer mehr Leute überall, die sagen, Mensch, ich finde das eine tolle Idee, könnt ihr uns unterstützen? Muss man einfach mal abwarten. Aber zumindest, dass die Möglichkeit da ist. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Genau. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Finanzierungstipps für Leute, die sich in diesem Bereich sozusagen etablieren wollen? Ich weiß ja nicht, kann man da einfach zur Hausbank gehen und sagen, ich hole mir einen Kredit dafür? Weil das ist ja kein in der Definition richtiges Haus, weil es ja unter 50 Quadratmeter sind. Nein, das werden Sie bei wenigen Banken, werden Sie auf offene Ohren stoßen. Also es gibt, man muss das sprechen und da ist es auch so, wir haben mit einigen Banken zwischenzeitlich gesprochen. Es gibt schon Möglichkeiten dann irgendwie, wenn die Banken das machen, nur dann kriegen sie keine Immobilienzinsen, weil die jetzt sowieso wieder teurer geworden sind. Aber es war sehr schwierig, wenn ich 1% oder ein halbes Prozent für ein Haus kriege und für das andere 5 bezahlen muss, dann ist die Diskrepanz sehr groß. Aber letztendlich gibt es ein paar Banken, die auch da ist man stärker eine Offenheit irgendwie da, dass man zumindest darüber sprechen möchte. Also, dass man zumindest mit einem Konzept hingeht und dass man fragen kann, sage ich mal so. Sehr gut. Gibt es denn von Ihnen irgendwelche Möglichkeiten noch für Workshops, wie man vielleicht auch sein eigenes kleines Häuschen baut oder Bücher oder Internetseiten, Tipps, die vielleicht die Hörer auch interessant finden würden? Also wie gesagt, auf den Internetseiten, die ich Ihnen zuschicke und diese Daten posten können, das sind einige, das sind die meisten Informationen. Wir sind, da wir eine Kommunikationsagentur, da relativ stark unterwegs und gucken, dass wir es auch kommunizieren. Genau, also verlinke ich auf jeden Fall. Sehr gut. Dann habe ich schon meine letzte Frage. Was ist denn Ihr Geschenk für diese Welt? Ja, das habe ich gelesen in Ihrer Mail vorher. Das weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, dass wir die Beharrlichkeit gehabt haben, nicht aufzugeben, letztendlich. Die Beharrlichkeit, so ein Quartier doch nicht nur zu denken, sondern es umzusetzen. Das glaube ich. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es Burgrieden Rot gibt, weil das motiviert andere Menschen zu sagen, es geht ja doch. Es kann ja, es ist ja nicht per se nicht machbar. Und gut, wenn das erreicht worden ist, dann ist es für mich, denke ich mir, das kann der Welt wirklich tatsächlich etwas gebracht haben, mal andere Dinge zu denken. Finde ich auch. Und dafür auch von meiner Seite auch schon mal danke. Nicht nur für das Interview, sondern auch, dass es einmal durchgeführt wurde und nicht zwischendrin aufgehört wurde, wie viele andere Projekte, die zwischendrin abgebrochen wurden. Super. Bitte. Dankeschön für Ihre Zeit. Nicht dafür.